willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality mit dem Herrn Schneider. Servus. Moin. Fährst du den Anhänger zum Sägewerk? Ja. Da hinten steht auch der Johnny, gell? Ja, sonst könnte ich schon der geht schauen. Okay. Ich gehe schon mal zum anderen Feld und sammel die zusammen. Ja. Da stapeln wir die einfach schon mal zusammen, die anderen Ballen, damit die dann für den Abtransport bereitstehen. Kompaktlader ist der Telelader ist auch nicht mehr der schnellste. Ich glaube, den muss auch mal zum Service. Ja, warte mal, rufe ich doch mal den Jürgen an. Für den Kredit so schnell wie möglich zurückzahlen können. Hallo? Jo, Jürgen, Volker hier. Moin. Hi. Du hattest doch mal so ein Servicefahrzeug. Ja. Hast du den noch? Nee. Oh Mist. Weil mein Telelader macht langsam ein bisschen Probleme. Musst du mit dem mal hochkommen, in die Werkstatt. Oder ich komme die holen. Ja, ich bin gerade noch auf dem Feld, Ballen zusammen sortieren. Mhm. Ich kann dir sonst auch holen kommen. Ja, wenn ich hier fertig bin. Gut. Also das sollte ich vorher noch machen, bevor der Regen einsetzt. Oder bevor das Wetter halt schlechter wird. Okay. Jetzt kann ich das Stroh alles wegschmeißen, ey. Gut, weiß ich Bescheid. Danke dir. Jo. Tschö. Jo. So. Ich glaube, wenn ich immer Zweierblöcke mache, dann ist es am besten, weil die können wir gut verladen. Ist er jetzt erst losgefahren? Ist wirklich lahm unterwegs, ey. Ich glaube, da fährt nur noch 15 oder so. Aber wenn ich hier ordentlich vorarbeite, dann kann ich dem Franz nachher die Dinger ganz schnell hinten drauf schmeißen.
beziehungsweise bin ich auch am überlegen, ob wir vielleicht welche an den Viehhändler verkaufen sollen. Dass wir ein bisschen Taschengeld noch reinkriegen. Das wäre vielleicht auch eine Idee. Übrigens suchen wir nach wie vor noch aktive Mitspieler hier. Also wenn ihr Bock habt, dann einfach mal auf den Discord-Server, der unten verlinkt ist, vorbeischauen und euch dort an Malonation wenden. Werden da lang. Das Auto kenne ich ja gar nicht. Ich könnte eigentlich immer drei Ballen mitnehmen, weil dann muss ich nicht so oft hin und her fahren. Das kriegt der Telelader auf jeden Fall hin. Nein! Ach. Das kriegt ja auf jeden Fall hin. Och Mist. Hätte ich nur zwei genommen, wäre alles schon geklärt hier. Nee, muss der wieder größenwahnsinnig werden. Du, Franz? Ja. Wie schaut's aus mit dem Abladen? Ja, es war die Hälfte abgeladen. Jetzt habe ich nur ein paar überschmissen. Jetzt muss ich die aufheben. Ah. Ja, ich bin am überlegen, ob wir die nächste Ladung einfach zum Viehhändler bringen. Okay. Weil wir haben jetzt unten ja, was haben wir?
Balladungen. 8, 16, 24. Also 50 Ballen haben wir ja jetzt dann unten. Ja. Das passt ja erstmal. Verkaufst du da noch die erste? Oder behältst du die? Ja, wie schaut denn der Preis aus? Muss ich mal schauen. Hat man ja gesagt, wir gucken, dass der Preis gut ist. Ja, im Keller. Ja, 450 für 1000 Liter. Ja, aber ich denke, wir gucken morgen mal, dass wir mit dem Jürgen zur Metzgerei fahren. Dass wir uns die mal angucken. Ja. Fällt mir gerade ein, warte mal. Muss nochmal telefonieren. Hallöchen, Norman. Jo, Neumi, hatte ich bei dir nicht ein Auto bestellt? Ein Auto? Nö. Nee, war das dann beim anderen? Ich hatte nämlich... brauche ein Auto, ich habe doch kein Auto hier. Wollte mal ein Auto haben. Dann sind wir alles mit dem Trecker fahren, weißt du, das ist ein bisschen doof. Ja, das stimmt. Kannst du mir mal ein Angebot machen? Irgendeinen fahrbaren Untersatz. Günstig muss es sein. Günstig? Jo. Eine bestimmte Farbe? JD. Ja, mache ich dir fertig. Gut, aber hatte ich nicht letzte Woche irgendwas anderes noch bestellt? Bin absolut der Meinung, ich hatte noch irgendwas in Auftrag gegeben. Den Anhänger, ja, aber den... Nee, der kam ja schon, gell? Aber hast du da die Rechnung noch oder ist das schon geklärt? Ach, da habe ich... Da kriegst du, glaube ich, noch irgendwas, die Steuern oder so. Ich bekomme sogar noch alles. Ja, fürs Pressen und so, glaube ich auch, gell? Genau, ja. Ist noch da? Ja, ja. Ah, okay. Ich finde meine Unterlage. Ach doch, da. Das wären dann insgesamt noch 10.600. 10.600, ja, überweise ich dir gleich. Bin gerade noch am Ballen vor Kaspern hier, ey. Es sind mega viele runtergekommen, gell? Wir haben auch von dem einen Feld waren es 50 oder so. Und auf dem anderen liegen mit Sicherheit auch noch mal so viele. Aber Stroh brauchst du nicht, gell? Nee. Schade. So, warte mal, ich überweise dir gerade. 10. Ups. So, bitteschön. Dankeschön. Jo, wenn ihr da was hast wegen dem Auto oder wenn ihr irgendwo was Gebrauchtes findest oder so, dann sag mal Bescheid. Also muss ja auch kein Neuwagen sein. Warte, da fahre ich sogar gerade mit einem Fahrzeug rum von der Stadt. Von der Stadt? Ja, die haben ein Auto zu viel gekauft. Und dann meckern sie wieder, wenn sie kein Geld mehr haben. Ja. Typisch. Okay, was ist denn das für einer? So ein... Der neuere Lizard. Also ein Pickup, oder was? Ja, ein Pickup, genau. Okay. Welche Farbe? Aktuell, dunkelrot. Ach, bist du da vorhin hier vorbeigefahren? Kann sein, ja. Ah, da habe ich nämlich so einen gesehen. Okay. Ja, kann man ja umlackieren, oder? Das geht, ja. Weil rot ist jetzt so autotechnisch jetzt nie unbedingt meine Farbe. Zumindest nicht weinrot.
Ja, vielleicht schaffen wir es ja, dass ich mir den die Woche irgendwann mal angucken kann. Oder du kommst. Ja, Witzbold. Was ist denn jetzt los? Servus. Servus. Moment. So. Hi. Jo, einen Moment kurz. Vielen Dank, liebe Leute. Schaut gerne morgen wieder rein. Das ist wohl das gute Stück. Das schauen wir uns morgen mal genau an. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.